Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Simulator. Heute sind wir unterwegs mit den MAN A23G als Viertürer mit LPG wieder unterwegs, der aus Wien ist, mit dem Miele Repaint. Wir haben heute den 14. Kalendertag im Dezember, das heißt, es kam eine kleine modifizierte Variante von Haaren raus, von der Karte. Der ganze Betriebshof wurde wohl irgendwie hier verändert. Ich kann keinen Unterschied so wirklich sehen eigentlich. Aber egal. Ja. Würde ich sagen, schwingen wir uns mal rein, fahren wir eine Runde nach Moorhofen. Genau. Ja. Würde ich sagen, geht's auch schon direkt los hier. Gucken wir mal, ob das Ding anspringt. Wie eine 1, ja. War das Wetter mal ein bisschen wärmer? Ja, ist ein bisschen kälter. Ja. 17 Grad. So. Ja, meine Tauchbeleuchtung geht immer noch nicht, warum auch immer. Boah, allgemein geht die ganze Beleuchtung hier drinnen nicht. Verstehe ich zwar nicht so ganz, aber muss man halt nicht. Ne? So. Licht hier. Jo. Ja, auch wieder zum Bus. Wie gesagt, den habe ich halt einfach irgendwie gefunden tatsächlich. Der hat jemand unter sein Video da als Link gehabt. Lass mal die letzten drei Videos gucken, da muss ja irgendwo der Bus auch nochmal sein, wo ich den gefahren bin. Da habe ich den verlinkt, da könnt ihr euch den auch gerne runterladen. Da habt ihr den halt auch einfach. So, ist natürlich ein cooles Fahrzeug, macht eigentlich Spaß zu fahren, lässt sich gut fahren. Ja. Genau, das dazu. Ja, auch wieder zu dieser Karte braucht er natürlich Bad Hügelsdorf, damit diese Karte überhaupt funktioniert. Bei mir hat tatsächlich zwei Objekte der Platz noch gefehlt. Das war ein Dach XF105 und die Schmalspur hat mir gefehlt. Ja, ich habe das Ganze installiert und das hat natürlich auch alles funktioniert und so. Ja, was bei der Karte halt irgendwie funktioniert, ist halt, weil jetzt ein Fahrbahnwechsel ist, funktioniert die ganze Karte komischerweise nicht. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, ob ihr auch das Problem habt. Dann ist es zumindest so. Ist eigentlich schade. Ja. Ah, ist ja da los. So, kommt da vorne gleich rechts der Bahnhof. Eigentlich auch ganz cool gemacht, schön klein. Stelle hier vor Hofen, Entenstraße. Herrlich. Ja,
So, würde ich sagen, was haben wir noch von einem kurzen Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht habt, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.